Ist es total geil, dass wir kotzen, wenn wir saufen? Dann ziehe ich mich halt immer aus. Das kenne ich auch. Du kannst ja nicht leise kotzen. Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, ich muss mal so ein Reaktionsformat machen, im Sinne von Arzt reagiert. Ich habe Rezo gefragt und er meinte, ey, es könnte funktionieren. Deswegen ist das erste Video direkt von Rezo. Es geht um Saufgeschichten. Wir gucken uns an, wie Alkohol wirkt, was die Leute für Saufgeschichten haben und wie man das halt medizinisch erklären kann. Los geht's. Stethoskop sitzt, ne? Okay, was wir jetzt machen, ist telonym. Das heißt, ihr habt uns eure Partygeschichten, teilweise auch Saufgeschichten, einfach mal gebeichtet. Ich, weiblich 19, beichte, dass ich bei einer Party ein bisschen zu viel getrunken hatte und hatte dann daraufhin ein bisschen Durchfall. War aber, bis ich das gemerkt habe, dass ich auf Klo muss, zu spät und ist dann dementsprechend in die Hose gegangen. Ja, aber warum kriegt man Durchfall? Also ich glaube, das kennen viele Leute. Wenn man Alkohol trinkt, ist vielleicht der Stuhl ein wenig flüssiger. Kennt ihr das? Aber gucken wir erstmal weiter. Ziemlich viel, XD. Habe die Hose daraufhin ausgezogen und auf eine Bank gelegt. Daraufhin hat ein Kumpel von mir, der auch ziemlich dicht war, diese Hose genommen und angezogen, weil seine Hose irgendwie mit Altnass war oder so. Und diese Hose dann angezogen hat. Er hat natürlich nicht gemerkt, dass diese Hose vollgeschissen war und ist am Morgen darauf mit der Hose angezogen aufgewacht. Alles war voll, seine Kleidung, seine Bettdecke und der halbe Boden. Okay, also warum hat man Durchfall, wenn man Alkohol trinkt? Stellt euch vor, Alkohol ist ja ein Gift und wir wollen das gar nicht in uns haben. Und jetzt erkläre ich mal so zwei Mechanismen. Mechanismus Nummer eins ist, wenn wir was trinken oder was essen, gelangt das ja erstmal durch die Speiseröhre, Magen und Darm. Und während des ganzen Prozesses versucht unser Körper Nährstoffe aus dem Darm zu nehmen. Wenn wir Alkohol trinken, versucht unser Körper halt nicht mehr so viel Alkohol aufzunehmen. Das bedeutet, Flüssigkeit bleibt im Darm. Nummer zwei, nicht nur Alkohol wird versucht nicht aufzunehmen, sondern bestimmte Elektrolyte, zum Beispiel Natrium. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Osmose erinnert, also Natrium, die Elektrolyte, die uns fehlen, wenn wir zum Beispiel einen Kater haben, die ziehen ja Wasser mit. Und weil die jetzt im Darm bleiben, zieht der Darm im Prinzip Wasser rein und wir haben Durchfall. Ganz blöde Eigenschaft. Wenn ich bei Menschen bin, die ich sehr mag, ja, die mir nahestehen und ich was getrunken habe, dann ziehe ich mich halt immer aus. Also es ist habe ich noch nicht gehört, dass man das macht, aber vielleicht können wir auch mal psychologisch darüber sprechen. Schreibt es mal in die Kommentare, warum das Therese macht. Es passiert extrem. Ich, männlich 18, habe bei einer Party das Lied zu sehr gefühlt und beim Drop meinen Kopf in die Tischplatte gebankt. Hat geblutet wie sonst nichts, war aber nicht schlimm. Eine super fette Narbe direkt oben auf dem Kopf habe ich trotzdem. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man, wenn man besoffen ist, Dinge tut, die man vielleicht ja nüchtern nicht tut. Aber warum tut man das? Oha. Also gefährlich. Auf ihn geht's gut jetzt. Aber wieso auch bei einem Tisch? Also das heißt ja, er muss vor einem Tisch gestanden haben. Vor einem Tisch stehst du und bankst deinen Kopf irgendwie oder was? Oh Mann. Ist doch auch weird. Also da muss man doch schon komplett gar... Kann natürlich eine Gehirnerschüttung passieren. Und. Die Narben sind vielleicht auch spannend, genauso wie die Wunde, aber die sehe ich ja jetzt nicht. Aber ich kann die Frage vielleicht beantworten, warum enthemmt Alkohol so? Und wir haben in unserem Gehirn etwas, das heißt präfrontaler Kortex. Und der ist für viele Sachen zuständig, allerdings auch uns so ein bisschen zu kontrollieren. Und Alkohol macht es jetzt so, dass genau an diesen Stellen im präfrontalen Kortex, die für unsere Kontrolle, für Plan zuständig sind, ja, wir das vielleicht nicht mehr so gut können. Und das ist ein Mechanismus, wie Alkohol uns so ein bisschen enthemmt. Ich kann nicht mehr wissen, wie der Space um einen ist. Ich, W20, beichte, dass ich auf einem Dorffest angetrunken mit meinem Crush geknutscht habe und er nicht gemerkt hat, dass ich mich vorher übergeben habe. Ich habe mich wirklich noch nie von Alkohol übergeben, muss ich sagen. Aber ihr vielleicht. Und die Frage ist ja, hey, warum übergibt man sich denn, wenn man Alkohol trinkt? Sind jetzt im Sommer 4 Jahre zusammen. Oh, das ist doch eine schöne Kennenlerngeschichte. Ich hatte noch ein bisschen Erbrochenes zwischen den Zähnen und wir haben uns geküsst. Das ist doch so schön romantisch. Oh. Ich war ja auch angetrunken und hat's nicht gemerkt. So. Ich hatte besoffen. Ist es total geil, dass wir kotzen, wenn wir saufen? Klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Denn Alkohol ist ja, wie gesagt, ein Gift für den Körper. Und wir haben ein Organ, das ist zuständig für die Entgiftung. Das ist unsere Leber. Und in unserer Leber haben wir ein Enzym, das heißt Alkoholdehydrogenase. Und wenn wir jetzt Tornados trinken ohne Ende, dann ist es so, dass dieses Enzym und die Leber einfach so ein bisschen überfordert werden. Und wenn das passiert, dann will unser Körper ja noch mehr nicht, dass wir noch weiteres Gift zu uns nehmen und kotzt. Ja, also im Prinzip ist es ein Schutzmechanismus. Das heißt, wenn du dich übergeben möchtest, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, als dagegen anzukämpfen. Die Frage, ob du jetzt noch danach jemanden küssen willst. Heißhunger auf Pfannkuchen meiner Oma. Bin eine Stunde zu ihr gelaufen, hab sie nachts für Pfannkuchen wachgeklingelt. Kennt ihr das auch, wenn man Heißhunger hat auf irgendwas beim Saufen? Ja, ich könnte 3 Döner essen. Boah, ey, wenn deine Oma nachts aufsteht, um dir besoffen Pfannkuchen zu machen, dann ist es eine coole Oma. Ich zum Beispiel trinke wirklich... Ja, coole Oma. Heißhunger. Heißhunger ist doch wirklich ein spannendes Thema. Und eigentlich könnte man ja denken, dass Alkohol einen sättigt. Denn Alkohol
Alkohol hat 7 Kalorien pro Gramm. Das ist fast doppelt so viel wie 1 Gramm Protein oder Kohlenhydrate. Da sind es nur 4. Es gibt eine ganz interessante Studie von Mäusen. Also man hatte Gruppe A und Gruppe B bei den Mäusen. Und Gruppe A wurde betrunken gemacht und Gruppe B wurde nicht betrunken gemacht. Und die Gruppe, die häufig Alkohol konsumiert hat, hat mehr Appetit gehabt und mehr gegessen. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir in unserem Gehirn etwas haben, das heißt Hypothalamus. Und da gibt es Zellen, die uns satt machen. Also es ist im Hirn geschaltet. Und Alkohol hemmt leider diese sattmachende Wirkung im Hypothalamus. Und das ist ein Grund, warum wir, auch wenn wir Kalorien durch den Alkohol zunehmen, einfach mehr Hunger haben und mehr essen. Gucken wir weiter. Aber ich hatte auch mal eine Story und da bin ich zum ersten Mal nach Spandau gekommen, gependelt halt und war zu Besuch bei Freunden und dann habe ich auch ein bisschen zu viel über den Durst getrunken. Yeah. Und ich bin halt immer von mir selbst überzeugt, dass ich auch im betrunkensten Zustand komplette Kontrolle über mich selbst habe. Das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ich denke immer, ich bin der Nüchternste, weil alle anderen so voll sind. Und vielleicht kennt ihr das auch und das, also ich meine, das könnte so ein psychologisches Phänomen sein. Kommt gleich. Und komplett bei Bewusstsein bin und so habe ich mich natürlich auch krampfhaft versucht zu verhalten. Also selbst wenn ich angefangen habe zu lallen, habe ich versucht, komplett ernst und mir nichts anmerken zu lassen und war dann einfach so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir langsam was hochkommt, so dass ich langsam anfangen muss zu brechen. Und dann habe ich gesagt, entschuldigt ihr mich für einen kleinen Moment. Richtig, entschuldigt ihr mich. Brechen hat mir ja gerade schon, also warum man das Lauf macht. Lauf in die Küche, stillschweigen, nehme mir den Eimer, gehe ins Bad, 5 Minuten, habe alles geputzt. Ich weiß noch gar nicht, warum ich den Eimer dann mitgenommen habe. Laufe mit diesem Eimer wieder raus, stelle ihn ab. Da stehen schon 3 Leute vor der Tür. Ich so, was denn? Ich wollte einfach, dass keiner das merkt. Ja, aber das haben die doch auch safe gehört. Ja, die haben alles gemerkt. Du kannst ja nicht leise kotzen. I tried. Strong. Nexer. Ganz spannend. Es könnte hierbei sich um den Kontrastfehler handeln. Der besagt im Prinzip Folgendes. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo alle anderen ein bestimmtes Merkmal haben, zum Beispiel sind die ultra besoffen und ihr denkt, boah, die sind besoffen, dann denkt ihr, ihr seid nüchtern. Obwohl ihr vielleicht auch betrunken seid, aber vielleicht nicht so wie die anderen. Das könnte der Kontrastfehler sein. Gucken wir mal weiter. Versucht, betrunken ein Rad zu fahren. Klingt wie eine gute Partygeschichte. Bin logischerweise gestürzt und hab mir den Küchentisch in die Rippe gebrochen. Da haben wir es wieder, die Enthemmung. Was ja noch spannend ist, ist vielleicht, dass wir weniger Schmerzen empfinden, wenn wir Alkohol trinken. Vielleicht kennt das der ein oder andere. 2 Wirkmechanismen sind da wichtig. Nummer 1, es ist so eine Art natürliches Narkotikum. Also nicht natürlich, weil es ist ja Alkohol. Und Nummer 2, es wird vermehrt ein Neurotransmitter ausgeschieden, der heißt GABA. Und dieser Neurotransmitter, der vermindert im Prinzip die Erregbarkeit der Nervenzellen. Und dadurch, also das ist ein Mechanismus, wie wir dann durch die Verminderung der Aktivierung der Nervenzellen, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, auch weniger Schmerzen empfinden, weil weniger Schmerzen weitergeleitet werden. Ich bin auch mal aufgewacht nach einer wilden Nacht, hatte offene Knie, aber es tat gar nicht so weh und ich kann mich tatsächlich auch nicht daran erinnern. Aber warum man was vergisst, das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Oha, oha, oha. Ey, das war's mit den Beichten. Es hat mir sehr, sehr viel Bock gemacht. Ja, schon. Okay. Es waren teilweise sehr heavy Beichten dabei. Heute war generell sehr witzig. Beichten waren auch sehr spicy. Auch deine zum Beispiel, muss man, ja. Bis ganz, 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 ganz bald. Bis dann. Tschüss. 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 Ja, ihr Lieben, das war mal so eine Reaktion von mir. Ich habe das noch nie gemacht. Schreibt gerne, kommentiert gerne, ob ihr das häufiger sehen wollt. Ich meine, Arzt kann ja auch so gut wie alles Medizinisches reagieren. Hat mir Spaß gemacht. Danke an Rezo. Cooles Video und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Fragen gerne in die Kommentare. In dem Sinne, wir sehen uns.